Gucken wir mal, was die Frau von uns will. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift vor. Was ist denn hier los? Kera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Erstmal möchte ich was abkaufen. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessant. Das hat sie. Du willst wohl... Ja, sehr gerne. Vor allem hat die Rezepte für Runenstein hier gelassen, die alle einen Haufen Geld kosten. Was haben wir hier unten? Vampiröl, Hybridenöl, schwarzes Blut, Rezept zum Herstellen eines Hexertranks. Schortköder. Den können wir mal mitnehmen. Was haben wir hier? Rezept Quebris. Alchemistische Zutat. Adrenalingewinn, Angriffskraft. Aber wisst ihr, was wir an die verscherbeln können? Den goldenen Rubinring. Obwohl, nö. Scheiß ich drauf. Schwarzes Blut. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Ist okay. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern. Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen. Bücher verbrennen. Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Im hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue.
zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Okay, dann geht's jetzt nur um die Bitte, die du nämlich hattest. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Fezzerat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Ich werde dir einfach helfen. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Ob ich die ausrüsten muss? Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Mach Liebe mit dem Xenogloss. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. Ich denke, da muss ich jetzt auch so, nicht... So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Da ist er. Magische Lampe. Sie leuchtet grün. Ich mag sie jetzt schon, die Lampe. Auf die Insel werde ich wahrscheinlich kommen, indem ich ein Schiff charter. Da soll sich doch was finden lassen. Ja, wir können doch eigentlich direkt von hier oben mit dem Schiff runtertuckern. Ach, geh weg, Ertrunkener. Kein Mensch braucht dich. Ja. Du kleiner, böser Baum. Langsamer. Weil ich, wenn ich plötzlich auf der Insel rufe, kommt der dann auch?
Dann reisen wir mal, oder? Meine Güte. Na komm, gib Gas. Segeln ist ja richtig schön einfach. Wie ich das gewusst hätte, hätte ich das privat auch schon gemacht. Einfach nur A drücken. Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Davon ist die verfluchte Insel schon. Oh, sind auch direkt Gegner am Strand. Und ich glaube, da ist auch ein Monsternest, oder? Gerhard? Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenogloss? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Verdammt kurz. Vorsicht, die explodieren! Was hast du gesagt? Du musst sehr vorsichtig sein. Oh Mann! Nein! Boah, und wisst ihr, wo ich jetzt starte? Ich weiß, das reicht. Gerhard? Bist du schon auf Habe ich ein Schwein. Funktioniert der Xenogloss? Oh, Spielspeichern funktioniert wieder über Tastatur. Was? Ich höre nichts. Na toll. Kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser magische. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Nö, ich muss nicht vorsichtig sein. Verbrennt ihr Mistviecher! Stopp! Verbrennen! Verdammtes Saufvieh. Und es wird dunkel. Bei Nacht habe ich bestimmt gleich einen Riesenspaß hier auf der Insel. Mal eine Kiste. Da unten sind auch noch Pilze. Was ist hier drin? Eine Rüstung. Benötigt Stufe 2. Toll. Plus 48 Vitalität. Durch Bohrenresistenz, Zerschmetternresistent, Aufschlitzenresistent. Plus 8 Rüstung. Ach, ich habe wirklich eine Stufe 1 Rüstung die ganze Zeit angehabt, ne? Ah. Kein Wunder, dass ich immer so viel Schaden kriege.
Deshalb sah ich auch die ganze Zeit aus wie so ein Obdachloser. Also ich sehe jetzt nicht viel besser aus, aber... könnte schlimmer sein. Da ist ein Ertrunkener. Verdammt. Boah, ich hasse die Steuerung. Komm, du mit deinem kleinen Schniedelwutz da unten, ey. Jetzt zeig erstmal, wo ich den Hasen hab. Den Geralt-Schniedelwutz. Gule. Was jetzt, du Stück Dreck? Im schlimmsten Fall wird er mit dich töten, Geralt, aber ich glaube, da hat er gar nicht so Bock drauf. Was sie wohl umgebracht hat, sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Ach, optional. Mit der Lampe rumrennen. Kann ich denn ordentlich kämpfen? Oh, da sind die scheiß Mistviecher wieder. Überlege ich gerade, ob ich im Kreis es mal hab wispern hören. Ein Turm voller Ratten. Ich glaube, ich muss erst vorne das dann suchen. Moment. Stopp, 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 rüber. Na, hier scheinen erstmal keine Geister zu sein, mit denen wir kommunizieren könnten. Gibt auf jeden Fall wieder einige Gegner da hinten. Warum wird der in Rot angezeigt? Weg, weg, weg! Geralt! Weg! Weg, 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 weg! Ach du Scheiße, da sind eine ganze Menge.
Explodier. Komm her. Ja, ja, Geralt, weich bloß nicht aus in die andere Richtung. Ich treffe gerade echt schlecht immer den Loot. Kommt doch her. Wenn ihr euch traut. Nein. So, der explodiert erstmal. Geh weg, Geralt. Gib es doch nicht. Weg, 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 weg. Boah, ich krieg die Krise. Na, so richtig helfen tut mir das jetzt aber auch nichts. Ihr greift mich an. Gib mir den Honig. Ich sollte vielleicht auch mal eben meditieren. Sind halt ein paar Gegner wieder da. Aber wir haben unsere Schwalbentränke wieder aufgefüllt. Na komm, na komm, na komm, du Ghoul. Wen haben wir denn da? Auch ein Ghoul. Was hat der vor? Der rennt nur weg, ne? Toll. Wieder perfekte Position. Naja, was wir dann im Turm nachher finden, das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Witcher 3 mit eurem Doc. Bis dahin, ciao. Sind ja nur ein paar Meter.